Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Overclocked. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind in Tag 2 beim Abend und haben jetzt mehrere Sachen zu tun. Beziehungsweise wir können mal schauen, ob wir Tamara nochmal ausfragen. Und ob wir uns dann zu den Patienten nochmal... Oh, da ist was Neues, eine Taschenlampe. Bekommen wir die einfach so? Bitte lassen Sie die liegen. Okay, wenn jetzt hier eine Taschenlampe ist, brauchen wir die wahrscheinlich. Aber wir reden erstmal mit ihr. Kann ich noch mal kurz stören? Bitte. So. Ich würde gern einen Moment mit Ihnen über Dr. Young sprechen. Worum geht es denn? Wissen Sie, Dr. Young und ich kommen nicht sehr gut miteinander aus. Das ist mir nicht angenehm. Ich weiß, dass wir fachlich sehr unterschiedliche Auffassungen haben, aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass wir besser zusammenarbeiten könnten. Und weiter? Ich dachte mir, vielleicht könnten Sie ein bisschen auf ihn einwirken. Oder mir zumindest erklären, was ihn eigentlich so gegen mich aufbringt. Das wollen Sie wirklich hören? Ja. Dr. Young ist ein geachteter Wissenschaftler gewesen, Mr. McNamara. Er hatte bis in die frühen 80er Jahre eine fabelhafte Karriere. Seine Forschungen zur Behandlung von Aggressionen wurden weltweit beachtet. Ja, das weiß ich. Und dann gab es diese beiden Todesfälle, nicht wahr? Bei einer seiner Versuchsreihen. Worum genau ging es da? Es waren die letzten klinischen Tests für ein neues Medikament. Das Mittel war vorher durchweg erfolgreich in Tierversuchen getestet worden. Er hatte Jahre daran entwickelt. Was war das für ein Medikament? Ein Aggressionshemmer. Es hätte als Bestandteil seiner Young-Methode die Aggressionstherapie revolutioniert. Seine Arbeit wäre zum weltweiten Standard geworden. Wäre... Wären nicht die beiden Patienten gestorben? So ist es. Die beiden starben. Er war diskreditiert und wurde versetzt. Hierher, nach Staten Island. Sie können sich vorstellen, dass er das als eine schwere Strafe empfunden hat. Sicher, wenn ich mich hier umsehe. Jetzt wird Staten Island geschlossen. Und für seine letzten Patienten setzt man ihm einen externen Kollegen vor. Ich verstehe. Er empfindet mich als Konkurrenz. Er weiß, dass sie ihm nicht das Wasser reichen können. Dass Sie dennoch hier sind, ist demütigend für ihn. Ich kann ihm nicht das Wasser reichen? Nein, ganz und gar nicht. Aha. Na, wenn Sie meinen, würden Sie trotzdem mal mit ihm sprechen? Es wäre schön, wenn er sich ein bisschen zurücknehmen würde. Wir alle würden dann besser zurechtkommen. Ich würde Ihnen raten, ihn einfach in Ruhe zu lassen. Na gut, wir sprechen ohnehin nur das Nötigste. Wäre das alles? Immerhin, das waren jetzt mehr Informationen. Und ja, ich kann es verstehen, warum er so sauer ist. Vor allem, weil jetzt David jetzt hier ist und so weiter. Aber es hat halt Tote gegeben bei seinem Ding. Also, ja, seine Methoden waren nicht so koscher, wie er da immer so sagt. Hören Sie, Tamara, ich möchte mich entschuldigen. Es war nicht richtig von mir, Sie so in Gefahr zu bringen. Allerdings. Ich habe Ihnen vielleicht nicht ausreichend erklärt, wie ich arbeite. Meine Methode funktioniert nur, wenn die Patienten nicht mit Medikamenten belastet sind. Das kann natürlich bedeuten, dass es etwas gefährlicher wird, sich Ihnen zu nähern. Sie müssen sich dem nicht aussetzen. Ich möchte nicht, dass Ihnen etwas passiert. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Aber du hast dich beschwert, weil irgendwas gewesen ist mit, ja. Sagen Sie, dieser Mann im Anzug, der eben hier war. Wer? Da war ein Mann im Anzug draußen in der Halle, mit Dr. Young. Er ist zum Seitenausgang hinausgegangen. Dr. Young sagte, es sei ein gewisser Mr. Clark. Ich weiß nicht, wen Sie meinen. Er ist Vertreter von Dwight Chemicals. Das mag sein. Wir arbeiten eng mit Dwight Chemicals zusammen. Sie kennen ihn also nicht? Nein, aber die Vertreter bei Dwight wechseln öfter. Wahrscheinlich ist er neu. Warum interessiert Sie das? Er kam mir bekannt vor, das ist alles. Wie oft kommt er denn? Einmal pro Quartal. Aha. Wir haben November. Da ist er spät dran, oder? Richtig. Ja, okay, Clark hieß er, genau. Ich muss wieder. Bis später. Also, falls wir uns nicht mehr sehen, bis morgen. Ich glaube, wir werden uns nochmal sehen, weil wir an die Taschenlampe nochmal ran müssen. So, ja, genau. Dann sind wir ja fertig. Dann versuchen wir mal, ob wir in dieses Ding reinkommen. In den, wie heißt es, ins Cockpit. Aber wahrscheinlich ist abgeschlossen. Abgeschlossen. Ja, dachte ich mir. Okay, dann Patienten. Gibt's da was Neues? Fangen wir mal mit Patient Nummer 1 wieder an. Jonathan oder Cliff? Geht's jetzt hier mit dir weiter? Ich lasse ihn erstmal.
Nein, geht's nicht. Macht da jetzt bei den Frauen weiter oder macht er bei Ray weiter? Na, Kleine, immer noch keine Erinnerungen? Hab Geduld. Ich weiß, wir finden etwas, das dir weiterhilft. Okay, also da scheint's auf jeden Fall bald weiterzugehen mit Zelle 2. Zelle 2? Ja, tatsächlich Zelle 2. Dann probieren wir es mal mit Zelle 3, mit Ray. Kann man da weiterkommen? Ich muss versuchen, ihn näher an seine Erinnerungen zu bringen. Es muss Nacht gewesen sein. Ah. Okay. Nacht, und da hatten wir ja schon, das war ja, ich glaube immer noch, dass es ein Bug ist, dass wir das Licht ausmachen konnten, damit wir mit ihm besser reden konnten. Also, und dann ist er ja auch hingegangen und hat hier gesagt, wie wenn da was gewesen wäre. Ich brauche etwas, das ihr den Einstieg erleichtert. Okay, auch hier mit den zwei Frauen scheint es auf jeden Fall weiterzugehen. Aber ob jetzt am Abend oder am nächsten Tag, ist die Frage. Er liegt immer noch gefesselt darum? Ich dachte, Dr. Jung hätten schon befreit. Ich bin's nochmal. Hör zu, mein Junge, so kann es doch nicht weitergehen. Ich will dir helfen. Du musst dich beruhigen. Versuch, dich weiter zurückzuerinnern. Dann werden wir bald wissen, wie wir dir helfen können. So wird das nichts. Ja, okay. Dann ist meine Vermutung, dass wir tatsächlich das Licht jetzt ausmachen müssen. Mal sehen, ob es uns an das Ding ranlässt. Würde vielleicht auch passen mit der Taschenlampe. Darf ich fragen, was Sie mit diesem Schalter zu schaffen haben? Okay, das macht sie nicht. Kann ich noch mal kurz stören? Bitte. Ich muss wieder. Bis später. Okay. Also ich hätte schwören können, dass wir jetzt hier mit was machen müssen. Die Frage ist, müssen wir es jetzt sie ablenken? Also jetzt sagt sie, im Gegensatz zu am Anfang, wo es ging, wo es das erste Mal ging, hat sie uns ja nicht, beim ersten Mal hat sie Haberklick gemacht und dann hat sie uns nicht mehr dran gelassen. So wie jetzt auch. Und ich glaube, so sollte es auch sein. Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt daran? An die Taschenlampe kommen wir ja auch nicht ran. Oh, jetzt auf einmal? Ah, vielleicht muss man da warten. Vielleicht muss man warten, bis sie nach unten schaut. Alles klar. Vielleicht muss man tatsächlich warten, bis sie so nach unten schaut, so und uns da nicht sieht. Vielleicht war es doch kein Bug gewesen, dass man es machen konnte. Und ich habe es einfach nur beim zweiten Mal zum falschen Zeitpunkt wieder versucht anzumachen. Ja, das könnte natürlich sein. Das könnte natürlich sein, dass es doch kein Bug war. Sondern nur ein bisschen problematisch vom Ding her. So. Da bin ich wieder. Alles in Ordnung mit dir? Ich will hier weg. Was ist passiert? Hat dir jemand etwas getan? Ich will hier weg. Sie werden mich umbringen. Sie werden uns alle umbringen. Bist du wach, Junge? Erkennst du mich? Es ist so dunkel. Wo ist die Taschenlampe? Du hast Angst vor der Dunkelheit? Wir werden sterben. Okay, wir haben eine Taschenlampe, zum Glück. Langt es einfach so drauf zu drücken? So, dann reden wir jetzt nochmal mit ihm. Jetzt, wo die Taschenlampe an ist. Vielleicht hilft es ihm, wenn ich ihm Dinge näher bringe, an die andere sich erinnern. Ah.
Mein Mauszeiger ist weg. Ja, jetzt. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wieder was abspielen. Und zwar von... Wir sind in Zelle 3, also nicht Zelle des. Es ist die Frage. Ich bin durch. Eine Mauer. Ich bin allein. Ich hab's geschafft. Vielleicht Zelle 5? Ich komme hier raus. Mal sehen. Ah ja, das war auf jeden Fall anscheinend das Richtige von Zelle 5. Das Gespräch. Die Lampe. Da ist die Lampe. Ja, es ist dunkel. Aber hier ist eine Lampe. Du hattest eine Lampe. Erinnerst du dich? Konzentrier dich. Erinnere dich. Du warst in einer Küche. Erinnerst du dich? Da, die Küche. Ich bin in der Küche. Sehr gut. Was hast du getan, bevor du in diese Küche kamst? So, jetzt geht's weiter mit Ray. Da ist wieder mein Zimmer. Es klopft. Hi. Hi. Es ist das Mädchen. Das dunkelhaarige Mädchen. Was gibt's? Es geht ihm nicht gut. Wem? Unserem Mama-Söhnchen? Sprich nicht so von ihm. Er ist nun mal kein... Held? Nein, weiß Gott nicht. Er weint. Ganz schlimm. Wir müssen ihm helfen. Wie denn helfen, mir selbst zum Heulen? Jetzt muss sich jeder selbst helfen. Bitte. Geh doch mal rüber und sieh nach ihm. Ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr, verstehst du? Ich habe ihm schon verdammt noch mal genug... Lies das. Was ist das? Sein Tagebuch. Wo hast du das denn her? Weiß er, dass du es hast? Ich muss gehen. Leb wohl. Was soll das heißen, leb wohl? Hey, warte doch mal. Sie hat mir ein Tagebuch gegeben. Und ich soll nach diesem Mama-Söhnchen sehen. Das müsste der dann aus Zelle 1 sein. Und wir haben das Tagebuch von dem Typ aus Zelle 1. Genau, Cliff oder Jonathan. Der Schlüssel liegt noch da und wir haben zum ersten Mal Kontakt gehabt und das müsste dann die Frau aus Zelle 2 sein, weil die aus 4, das war ja die, wo ganz am Schluss gefangen genommen worden ist, wo auf der Straße so durchgedreht ist und die war ja, glaube ich, blond, wenn ich mich erinnere. Dann schauen wir uns mal das Tagebuch an. Liest du es vor oder muss ich lesen? Okay, ich muss wohl lesen. 10.11.2007. Zwischen gestern und heute liegt nur ein Tag und eine Ewigkeit. Zwischen hier und zu Hause liegen nur ein paar Kilometer und eine andere und eine Welt. Etwas ist passiert mit mir. Es ist grausam. Es ist gut. Es ist die Erfüllung des Traumes. Mom, Dad, erschießt mich. Ich habe das Blut gesehen im Flur. Viel Blut. Es wäre schön, ein Bad darin zu nehmen. Es wäre schön, die Wände zu streichen mit Blut, einen ganzen Raum zu haben, in Blutrot, ein Zimmer, das dunkelrot leuchtet. Und das Innere, wie das Innere eines Mutterleibs. Ich will sterben. Ich will töten. Du oder die anderen. Sie haben gesagt, wir spielen. Ich spiele nicht. Niemand spielt. Das ist kein Spiel. Es hat jemand geschossen. Ich habe geschossen. Du hast geschossen. Setz dich. Schalt den Computer ein. Du bist tot. Tot. Wir sind hier. Wir sind Feinde. Ich habe Angst. Sie quälen mich. Es dauert nicht mehr lange. Ich will nach Hause. Mom, Dad, hört ihr mich? Holt mich hier raus. Ich töte euch. Schlag deine Mutter tot. Lass sie ersticken an ihrer Liebe. Wer von ihnen ist es? Ich bin es. Laura. Sie tröstet mich. Ja, das müsste gerade eben die gewesen sein, schätze ich mal, wo wir eben hatten. Das heißt, das müsste, schätze ich mal, Laura gewesen sein, die wir gerade eben hier hatten. Sie tröstet mich. Ich hasse sie. Sie soll hängen an ihren eigenen Haut. Das Reh, es war ganz leicht, es war furchtbar.
Wenn ich tot wäre, ich könnte auf das Leben hinabsehen, wie aus einem Dachfenster im Weltall. Unten ging das Schlachten weiter. Dafür sind wir hier. Mom, Dad, kommt her, helft mir. Ich bin allein. Ich hatte einen Traum. Schüsse fielen durch die Tür. Ich war es nicht. Es war ein Traum. Es war echt. Es ist wahr. Gänge, Gewehre, Korridore, Feinde. Es ist nur ein Spiel. Schieß alles nieder. Wenn jemand stirbt, fließt kein Blut. Ein Bild von Blut ist kein Blut. Ich habe Angst. Das macht mich stark. Wenn sie kommen, werde ich bereit sein. Ich muss hier weg. Ich kann nicht mehr. Wir müssen fliehen. Ich töte sie, dann fliehe ich. Sie wollen mich umbringen, aber ich werde ihnen zuvorkommen. Ich bin nicht Falke. Weg, nur weg. Am Zaun geht es vielleicht. Schwimmen, durch die Bucht. Ich werde es nicht schaffen. Alles ist leer und gefüllt wird es mit Hass. Alles ist ausgelöscht. Alles ist gelöscht, 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 deleted, deleted und so weiter und so fort. Das hört sich schon ziemlich heftig an hier. Also, ja, das hört sich extrem heftig an. So, okay, hier kann man nichts mehr. Dann gehen wir mal raus, dann sollten wir mal mit dem reden. Gehen wir mal hier rüber. Victorias Zimmer. Weiterhin abgeschlossen. Abgeschlossen. Die ist auch abgeschlossen. Jonathans Zimmer, komm mal da jetzt rein. Hey, ich habe gehört, dir geht's nicht gut. Weißt du was? Das glaube ich dir sogar. Das ist doch dein Tagebuch hier, oder? Jetzt warte doch. Wo willst du denn hin? Okay, also es ist tatsächlich Jonathan und Zelle 5 ist dann Cliff. Gut. Puh. Zerrissenes Tagebuch. Haben wir sonst noch was hier? Nee, sonst ist nichts hier. Was macht der denn jetzt hier? Ich hatte doch... Das gibt's nicht. Ha. Und der geht in... Ich habe was anderes zu tun. Und der geht in Cliffs Zimmer rein. Okay. Also, das ist ja Cliff. Wie kommst du denn hierher? Tja. Dumme Sache, was? Kümmere du dich nur weiter um das Mamasöhnchen und bleib mir vom Leib, klar? Sonst passiert ein Unglück. Du packst deine Sachen? Wie willst du denn von hier wegkommen? Das lass meine Sorge sein. Und jetzt raus. Ich sagte raus. Das gibt's doch nicht. Ich hatte ihn eingesperrt. Er muss irgendwie da rausgekommen sein. Irgendwas wollte ich bei ihm. Wenn ich mich nur erinnern könnte. Du hast ihn eingesperrt. Also du hast Cliff eingesperrt. Aber später hast du ja trotzdem gesagt, das heißt, du hast später auch noch Jonathan eingesperrt. Du hast Cliff eingesperrt und Jonathan eingesperrt. Später. Das muss jetzt irgendwann passieren eigentlich, weil jetzt war Jonathan noch da. Das heißt, eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, müsstest du jetzt irgendwann Jonathan einsperren in die Zelle. Und Jonathan müsste dann daraus fliehen und in die Gänge runterkommen. Okay. Also, so habe ich es jedenfalls, wie gesagt... So habe ich es jedenfalls verstanden. Hier ist nichts, dann lasst uns mal rausgehen. Beziehungsweise Keller? Nein, auf keinen Fall gehe ich nochmal runter in diesen Keller. Okay, das muss von früher noch sein. Hauptplatz. Ich bin noch nicht so weit. Wenn ich mich bloß erinnern könnte, was mir noch fehlt. Was hat man denn? Beziehungsweise, es kommt natürlich noch drauf an. Liftzimmer. Halt, da ist was. Horchen. Es ist still. Er scheint im Zimmer auf und ab zu laufen. Er läuft herum, etwas weiter entfernt.
Okay, dann höre ich mal nochmal. Jetzt scheint er ziemlich weit von der Tür entfernt zu sein. Da kommt er wieder. Es scheint wichtig zu sein, dass wir da noch was machen. Es ist still. Oder dass wir das mehrmals machen. Er läuft herum, etwas weiter entfernt. Okay, das müssen wir wahrscheinlich irgendwas machen, ins Zimmer reingehen, wenn er relativ weit entfernt ist. Jetzt scheint er ziemlich weit von der Tür entfernt zu sein. War das jetzt ziemlich weit entfernt? Da kommt er wieder. Ja, das müssen wir wahrscheinlich machen, wenn er weit entfernt ist von der Tür. Es ist still. Er läuft herum, etwas weiter entfernt. So, jetzt müssen wir es nochmal machen, dann ist er wahrscheinlich weit entfernt. Jetzt scheint er ziemlich weit von der Tür entfernt zu sein. So, und wenn wir was machen können, dann wahrscheinlich jetzt. Aber das werden wir beim nächsten Mal ausprobieren. Vielleicht brauchen wir tatsächlich was aus dem Zimmer von ihm. Aber sehr interessant, also der Ray hat Cliff eingesperrt und wird jetzt wahrscheinlich in dieser Erinnerung, also so hätte ich es jedenfalls verstanden gehabt, den Jonathan einsperren. Weil Cliff hat er ja nicht mehr eingesperrt, weil Cliff ist ja dann später noch da und sprengt sich raus. Während Jonathan ja dann unten ist und versucht rauszufliehen. Okay. Ich bin ja mal gespannt, ob das auch wirklich so ist. Naja, gut. Wie dem auch sei, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.